Heute gehen wir auf Safari-Tour und fangen uns unser nächstes Team-Pokémon. Damit begrüße ich euch natürlich recht herzlich zurück zu Pokémon Smaragd Edition. 30 Safari-Bälle, wie wir das kennen, bekommen wir. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier mit unseren eigenen Pokémon kämpfen können. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall, weiß nicht, ob wir auch hier nur eine bestimmte Anzahl an Schritten haben. Bin ich mir unsicher. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen umsehen hier in der Safari-Zone, um eben auch das eine oder andere Item zu sammeln. Ah ja, ist klar. Werfen wir erstmal Ball. Ach, dieses Kack-Girafarik. Beobachtet alles aufmerksam. Gehen wir mal vorsichtig näher ran. Beobachtet immer noch alles. Damit sollte der Ball jetzt natürlich auch stärker sein. Das ist ähnlich... Na super, klappt ja gleich viel besser. Das ist ähnlich wie in der ersten Generation mit dem Stein und dem Köder. Also ich schätze, dass der Pokeriegel es schwerer fangbar macht, aber es flüchtet dann nicht so schnell. Und das näher rangehen führt halt dazu, dass es leichter zu fangen ist, aber flüchtet eben schneller. So, gehen wir noch einen Ticken näher ran. Ja. Wie schaut's jetzt aus, Girafarik? Möchtest du drinbleiben im Bällchen? Nö. Gut. Will es also nicht. Ist aber auch erstmal nicht so schlimm. Das ist nicht das Team-Pokémon, was ich suche. Ja. Schauen wir mal. Ey, kannst du jetzt mal stehen bleiben, mit mir reden? Okay. Also wie gesagt, wir schauen uns hier mal in aller Gediegenheit um. Safari-Zone, das ist... Weiß nicht, ob das jetzt Zone 2, 3 oder 4 ist. Auf jeden Fall ist es nicht mehr Zone 1. Also kann gut sein, dass hier auch das Pokémon nicht existiert, welches ich fangen will. Aber scheinbar ist die Spawnrate relativ hoch. Schon wieder Girafarik. Also das scheint mir sehr, sehr häufig vorzukommen. Aber fangen scheint mir trotzdem nur schwer möglich zu sein. Komm, jetzt bleib mal bitte im Ball drin, Girafarik. Ja, gut. Dann leck mich halt, ne? Surfen wir hier vielleicht mal ganz kurz drüber? Vielleicht... gibt's hier irgendein... Jawohl, hier gibt's ein Item. Wusste ich doch. Top-Beleber. Gut, ist jetzt nicht so die Wucht. Aber nehme ich natürlich trotzdem gern mit. Und noch ein wildes Pokémon. Ein wildes Anton. Also auch Anton gibt es hier in der Edition. Das sollte, denke ich, auch deutlich leichter zu fangen sein als Girafarik. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, dass es bei meinem Pokémon dann etwas besser läuft. Ach bitte, Anton! Kostet halt auch alles ein bisschen Geld, aber ja, auf die 500 Poké-Dollar kann ich jetzt auch scheißen, um ehrlich zu sein. Anton gefangen! Dann war das doch schon mal nicht ganz sinnlos hier in der Safari-Zone. Gut, wir haben auch schon einen Top-Beleber gefunden, aber... Ja, mein Gott! Gibt's jetzt spektakulärere Items? So, landen wir gleich in Zone 3 oder 4 oder 2 oder aus welcher Zone auch immer wir kommen. Wildes Dodo gibt es ja auch zu fangen. Aber auch das ist nicht das Pokémon, was ich suche. Ach bitte, Dodo, tu mir doch den Gefallen. Und eier jetzt nicht so sehr rum. Kann gut sein, dass man wirklich so lange hier auf Safari-Tour gehen kann, wie die Bälle reichen. Und danach ist dann Feierabend. Das heißt, ja. Bestenfalls kann ich alles mit einem Mal lösen. Oh, ne, hä? Oh, zum Glück. Aber ich muss dann quasi auch nochmal mit dem Kunstrad wiederkommen. Wenn ich das so richtig einschätze. Ah, weil ich glaube, hier gibt es auch noch eine Kunstrad-Passage. Oh, Rihorn. Da schleiche ich mich da erstmal näher ran.
Okay, das ist nicht besonders begeistert gewesen davon. Naja, gut, nützt nichts. Ist hier oben noch was? Ja, gibt auch nochmal hohes Gras hier. Noch ein wildes Rehhorn. Vielleicht werfe ich einfach direkt mal einen Ball. Vielleicht habe ich Glück. Ähnlich wie in der ersten Generation. Damals mit den seltenen Pokémon. Die waren ja auch ganz fix gefangen. Ah, schade. Also Rion war auf jeden Fall nicht begeistert davon, wenn ich näher rangegangen bin. Beobachtet noch alles aufmerksam. Ach bitte. Ja, und dann verpisst sich. Macht mir drei Bälle kaputt und denkt sich dann, und tschüss. Aber die spawnen wirklich relativ häufig. Oh, ein wildes Dotri. Das brauchen wir natürlich nicht fangen. Wir haben bereits jetzt ein Dodu, glaube ich. Selbst wenn nicht, dann ist mir das egal. Ich bin hierher gekommen, aber ich bin erschöpft. Oh, ich habe keine Energie, ein Pokémon zu fangen. Tja, Kollege. Da kann ich dir bei aller Liebe auch nicht helfen. Okay. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Der Weg hier nach unten zu. Jo. Dann schauen wir mal über den großen See dort. Sofern mir das Rehhorn jetzt nicht alle Bälle vernichtet. Weil dann ist nämlich die Safari-Tour Nummer 1 durch. Yes! Rion gefangen. Das ist doch mal was. Aber ist auch nicht Team-Pokémon, keine Sorge. Wir haben ja schon Boden-Pokémon, wir haben schon Gesteins-Pokémon, also brauchen wir kein Rion. Aber das scheint hier in dieser Zone sehr, sehr häufig zu kommen. Gut, schauen wir mal, was ist denn hinter dem See? Oh, ein Item. TM22 Solarstrahl. Tja. Wäre eine Überlegung wert. Für mein Lombrero. Bin mir halt gerade auch nicht sicher, ob ich hier irgendwo irgendwann mal noch einen Gigasauger bekomme. Weil, ja, mit dem Absorber reißt du halt wirklich nicht so viel. Ja. So, wo muss ich denn jetzt lang? Die Musik ist geil. Der Safari-Zone, ey, da wirst du doch bekloppt. So, genau, hier nach unten sind wir noch nicht gegangen. Ah, die Zeit ist abgelaufen. Okay, also geht doch auch nach Zeit. Weiß ich Bescheid. Jo, wir müssen nochmal rein. Es hat jetzt auch die Frage, war das jetzt schon das Ende, wo wir rausgekommen sind? Oder weiß es halt nicht. Schauen wir nochmal. Nö. Kann gar nicht das Ende gewesen sein, oder? In diesem Gebiet finden Bauarbeiten statt. Zutritt verboten, okay. Okay, daran kann ich mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern. Ach, und hier ist die Kunstradpassage. Alles klar, hier brauchen wir dann das Kunstrad. Ja, er hat genau das gleiche Problem wie wir. Sein Rad vergessen. Tja, mein Lieber. Noch ein Girafarik. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal noch weiter ein bisschen um. Und kommen dann auch später nochmal mit dem Kunstrad wieder. Oh, ist das hier die Stelle, wo ich gerade... Ja, genau, hier bin ich vorhin runtergesprungen. Manchmal, wenn ich einem Pokémon einen Pokeriegel zuwerfe, ignoriert es das total. Ob Pokémon auch manche Dinge mögen und manche nicht? Wie wir Menschen? Tja, ist die Frage. Mhm, gleiche Wesensart wie der Pokeriegel, okay. Trotzdem viele Pokémon. Also können wir jetzt mit dem Pokeriegel quasi nicht bestimmte Pokémon anlocken, sondern einfach bloß bestimmte Wesen heraufbeschwören. Gut zu wissen. Hier geht's auch nochmal hoch. Hier kann man dann quasi nochmal im Wasser so ein bisschen lang schwimmen. Und ich glaube, hier waren wir dann schon. Genauso ist. Gehen wir also jetzt in Zone 1. Und suchen nach unserem Team-Pokémon. Das ist es nicht.
Weiß gar nicht, ob das eher selten ist oder eher häufig vorkommt. Schauen wir mal, wenn das zu lange dauert, dann schnippel ich euch das natürlich zurecht. Keine Sorge. Aber wir schauen mal ganz fix, beziehungsweise ich kann ja nebenbei auch mal ganz fix PokeWiki aufmachen. Dann weiß ich nämlich, wie selten oder unselten es ist. Moment, erstmal fix da langrennen. PokeWiki. Oh, wildes Duflor gibt's ja auch. Gut, das haben wir bis jetzt ja auch noch nicht gesehen. So, schauen wir mal. Also das Girafarig, also das hat ja eine Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 90%? Das geht ja gar nicht. Nee, Dodo haben wir auch schon gefangen. Sorry, wenn ich gerade etwas ruhiger bin. Ich versuche, wie gesagt, halt gerade rauszufinden, wie häufig das Pokémon hier vorkommt. Beziehungsweise, ob ich tatsächlich in der richtigen Zone bin. Ja, bin ich. Na, super. Also, das Pokémon ist super selten. Gut, dann mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Da ist es, Team Pokémon Nummer 5. Mann, hat es ewig gedauert, ehe sich das Pikachu mal gezeigt hat. Pikachu Level 25 schließt sich unserem Team an und füllt damit auch die Lücke, dass wir kein Elektro-Pokémon haben. Daneben habe ich noch Natu gefangen und Girafarig ist mir auch mittlerweile mal gelungen. Ja. Bekomme ich eigentlich Cash für meine Bälle wieder? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt ganz fix das Kunstrad. Dann gab es ja auf der einen Route nach in Richtung Baumhausen noch was zu erledigen. Und dann gab es ja hier auch noch den Abschnitt in der Safari-Zone, wo auch noch ein bisschen was mit dem Kunstrad zu holen war. Das machen wir jetzt gleich mal noch. Vorher sacken wir natürlich unser kleines, süßes Pikachu ein. Also Zugriff auf den PC, Pokémon bewegen. Wo haben wir es denn? Da ist es doch. Oh, es hat sogar eine Sinnelbeere. Legen wir Pummels erstmal ab. Denke, brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Was kann denn unser Pikachu überhaupt? Bericht. Paralysiert bei Berührung, Donnerwelle ruckzuck kippt, nix also. Super. Wir tauschen es. Ich hatte überlegt, dem Pikachu die TM Donnerblitz beizubringen, aber das wäre so ziemlich sinnlos, weil es das auch selber erlernt. Wir bringen dem guten Pikachu aber, denke ich, mal die Schockwelle bei. Ansonsten, ja, belassen wir es dabei. Also Schockwelle für das Pikachu. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich würde sagen, die Slam-Attacke ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wobei Ruckzuckhieb eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Aber Doppelteam, ja, war halt gerade eine schlechte Wahl. Also, Schockwelle, damit kann das Pikachu zumindest auch angreifen. Ist natürlich jetzt nicht so gut gewappnet gegen irgendwelche wilden Pokémon, die da jetzt nicht direkt Wasser-Pokémon sind. Aber hey, was soll's? Ach stopp, ich muss da noch das Rad wechseln, merke ich gerade, wo ich hier gerade so fix unterwegs bin. Wir brauchen das gute Kunstrad. Ja, bitte einmal Räder tauschen. Und dann muss ich jetzt bloß halt auch die Stelle noch finden. Könnte sogar sein, dass wir besser kommen, wenn wir von oben von Baumhausen aus schauen. Also Schwalbini, flieg uns einmal ganz fix nach Baumhausen. Ich glaube, eine einzige Stelle war das. Schauen wir mal, wie fix wir die finden. So, hier war sie schon mal nicht. Ja, hier konnten wir bloß hochsurfen. Na, nach unten war nicht mehr viel zu holen.
Wenn doch, sehen wir das ja eh gleich. Alter. Das Ding ist noch weniger steuerbar als alles andere. Ja, nach unten. Ah, Moment. Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Die Lola, Alter. Lass mich bitte in Ruhe. So, steigen wir mal runter vom Rad. Komme ich hier auch nochmal an den See dann ran? Oder wie schaut's aus? Nö, ich glaube, ich müsste von Baumhausen aus surfen. Hm, oder mit Kaskade halt arbeiten. Die zwei Möglichkeiten. Ach, ah, da haben wir es. Da haben wir den Weg. Und? Das ist alles? Nee, doch. Das ist alles. Boah, das habe ich jetzt völlig umsonst gemacht. Na gut, dann fliegen wir nochmal fix zurück. Und schauen mal das Wasser entlang, weil dort war ich nämlich auch noch nicht. Dann, wie gesagt, nochmal fix in die Safari-Zone. Und dann verspreche ich euch, schaffen wir es das nächste Mal wirklich dann zum Pyroberg. Ja, verspreche ich euch. Also, ab ins kühle Nass. Surfen wir hier runter. Hier ist da noch was versteckt. Okay, ich war gerade verwirrt, warum mir das so komisch angezeigt wurde. Gerade das wilde Pokémon, beziehungsweise der Kampf gegen das wilde Pokémon. Tja, die Dornattacke wäre jetzt auch nicht verkehrt. Hier mitten im Regen. Nichts versteckt. Ah, doch, ein Hyperball. Ein Hyperball hat sich hier versteckt, okay. Können wir hier wieder rausgehen. Das Wasser ist tiefblau und verregnet ist hier alles. So, was gibt's hier noch zu holen? Scheinbar nichts weiter, außer einfach noch ein paar Geheimbasen. Wingull Level 20, das werden die ersten Erfahrungspunkte für unser kleines Pikachu. Die Schockwelle, die trifft halt auch wirklich immer. Genauso wie Donner im Regen. Genauso wie Donner im Regen. Deswegen ist eigentlich Regentanz Donner eine super Kombi für unser Pikachu. Ah ja, doch noch ein Item. Ein Blattstein! Aber der bringt mir nichts. Ich brauche einen Donnerstein oder einen Wasserstein. Schade, Schokolade. Auf geht's zur Safari-Zone. Gucken. Ich glaube, wir finden vorher keinen Wasserstein, bevor wir nicht tauchen können. Und ähnlich sieht es mit dem Donnerstein wohl aus. Tja, so ist es halt, liebe Leute. Lässt sich nicht ändern. Aber egal. Also, wie gesagt, nochmal fix in die Safari-Zone. Die Kunstrad, das Kunstradabteil noch machen. Und dann war's das für heute. Wir haben unser fünftes Team-Pokémon, unser sechstes ich denke, der eine oder andere kann sich denken, welches das sechste Team-Pokémon ist. Wenn nicht, dann lasst euch ruhig weiterhin überraschen. Genau, hier oben müssen wir hin. So, ich habe jetzt mein Rad dabei, kann jetzt gucken, was es hier gibt. Auf jeden Fall gibt es erstmal einen Stein, der nix hat für mich. Und... wo schauen wir uns denn zuerst mal um? Ah, okay, hier gibt es was hohes Gras, okay. Hier im Übrigen können wir auch hochspringen. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade nicht sicher. Oh, ich gehe hier rein und es kommt direkt wildes Pokémon. Ein Mirapla, okay. Ich glaube, bin mir gerade nicht sicher, ob ich Sandsturm schon habe, die TM. Alter, rede doch mit mir. Ist hier noch was? Nö, natürlich nicht. Ein wildes Natun. Wie ihr seht, habe ich es schon gefangen. Also, habt ihr keinen Mist erzählt. Natu ist schon eingetragen in unser Pokédex. Die Frage ist halt trotzdem, was versteckt sich hier hinten noch? Oh, hier ist noch ein Item, auf jeden Fall. Und Zertrümmerer, dafür haben wir kein Pokémon dabei, aber brauchen wir auch nicht zwingend. Das sind halt einfach noch ein paar wilde Pokémon drunter. Das ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Wildes Xatu gibt es ja also auch. Calcium finden wir hier noch.
Und noch ein wildes Pokémon. Dann ist die Zeit letzten Endes doch noch gut ausgefüllt. Und ein wildes Funpi. Na, da bin ich ja gespannt, ob wir uns das noch krallen können. Und schwupp, weg, oder? Nein, beobachtet noch alles. Funpi war ja in der zweiten Generation schon dafür bekannt, dass es sehr, sehr schnell flieht. Aber hier guckt sich das erstmal alles in aller Gediegenheit an. Bleibt aber nicht im Ball drin. Ja, halte ich jetzt eigentlich nichts von. Aha, Funpi gefangen. Sehr schön. Das ist da auch nochmal ein guter Schlusspunkt. Wenn jetzt tatsächlich nichts mehr kommt. Aber ich gehe von aus, dass hier noch irgendein wichtiges Item ist, weil bis jetzt war ja nichts Wichtiges. Ich habe eine Mission. Ich will Wasser-Pokémon fangen, die es in Höhen nicht gibt. Weißt du zufällig, wo hier der See ist? Was willst du von mir? Willst du mir ernsthaft sagen, dass ich das jetzt umsonst gemacht habe? Nee. Hier gibt es kein weiteres wichtiges Item? Na gut, dann soll es das gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne mit einem Like wissen und schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein zu Pokémon Smaragd Edition, wenn wir uns dann aufmachen zum Pyroberg. Also, bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.